Destiny 2 jetzt endlich auch auf PC spielbar, nicht nur auf Events, sondern auch für uns alle und euch alle zu Hause. Zumindest heute Abend am 29. startet ihr die Open Beta, dann kannst du über das Battle.net tatsächlich jeder runterladen. Wir wollen uns die Beta heute mal ein bisschen angucken, auch aufs Gameplay eingehen. Vorher kommen wir aber mal zur Technik und dafür haben wir hier den Phil Reuter von der PCGH, der uns mal erklären kann, ob das jetzt eigentlich dem ersten Eindruck nach eine gute PC-Portierung geworden ist, weil den ersten Teil, den gab es ja nur für Konsolen. Das stimmt. Das sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Ich sag mal noch dazu, man hat Destiny 2 bisher noch nicht in maximaler PC-Qualität gesehen. Selbst bei Nvidia lief das Spiel nur auf mittleren Details. Was wahrscheinlich daran liegt, dass eine 1080 Ti nicht ganz ausreicht, um es in vollen 4K 60 wiederzugeben mit vollen Details. Sowas haben wir ja prinzipiell auch raus. Also, Destiny 2 auf dem PC sieht tatsächlich ziemlich hübsch aus. Sind ein Haufen Effekte drin, ziemlich hochqualitative auch. Screen Space Reflections, die wirklich klasse aussehen, tausende Partikeleffekte, viele davon auch verschattet und korrekt ausgeleuchtet. Und es läuft dazu tatsächlich auch noch ganz gut. Also ist relativ anspruchsvoll, hohe Grafiklast, also nur relativ wenig auf der CPU. Da braucht man sich als PC-Spieler nicht so große Sorgen drum zu machen. Die Grafikkarte ist durchaus stärker gefordert, mit maximalen Details sollte man dann schon eine Mittelklasse-Karte haben, um da 60 FPS in Full HD zu erzielen. Das ist aber eigentlich kein Problem. Also das funktioniert schon mit einer 470. Das ist also AMD RX 470, um genauer zu sein. Das ist in etwa die Grafikkarte, die auch in der PS4 Pro drin steckt. Von der Leistung her, also damit bekommt man volle Full HD bei 60 FPS und vollen Details ganz gut hin. Also es läuft ganz anständig. Und so ein paar Sachen zeigen konntest du, glaube ich. Ne? Genau, weil, also das hier ist ja jetzt genau der Anfang der Beta, also man fängt ja mit der Story-Mission an, der ersten Homecoming, und da passiert ja auch schon relativ viel auf dem Bildschirm. Ja, wenn man das jetzt mal so sieht, das ist schon einer der wirklich anspruchsvolleren Szenen, wobei man auch sagen muss, dass die Frameraten ziemlich stabil sind, die Flughügel also nur relativ wenig. Also wenn man in der Szene jetzt vielleicht 55 FPS hat, dann hat man einen weniger anspruchsvollen vielleicht 60 oder 62 oder sowas. Also es ist jetzt nicht ein Riesenunterschied. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, je weniger die FPS schwanken, desto stabiler ist normalerweise auch die Leistung im Spiel tatsächlich und fühlt sich runder an. Und wenn ihr euch jetzt das Bild mal anguckt, da sind schon zigtausende Partikeleffekte drauf, das ist echt ganz cool. Sieht schon ziemlich hübsch aus. Wenn man sich außerdem mal nach hinten umguckt, da ist noch eine alte Bungee-Tugend sozusagen, die Hintergründe, die zumeist gemalt sind zum Teil, die sehen klasse aus. Das gab es quasi schon im ersten Halo. Und ich laufe jetzt hier einfach mal durch und zeige mal so, was sonst noch an Effekten auftaucht. Hier sieht man mal ganz gut die volumetrische Beleuchtung. Die wird in einer niedrigen Auflösung berechnet. Das sieht man, wenn ich hier jetzt mal auf die Kanten gucke, dann sieht man die ein bisschen wabern. Also die volumetrische Beleuchtung läuft nicht in maximaler Auflösung. Auch nicht mit maximierten Details. Und hier sind nochmal die Screen Space Reflections. Die sind wirklich auch sehr hübsch und sehr hochauflösend. Screen Space kann man immer dran erkennen, wenn ich das Bild absenke, dann verschwinden die Reflexionen und ich kann sie halt wieder reinsetzen, weil nur das wieder gespiegelt werden kann, was auch im Bild zu sehen ist. Also wenn die Rohre nicht mehr zu sehen sind, dann können sie auch nicht mehr gespiegelt werden. Okay. Ja, ist manchmal ganz witzig. Dann haben wir noch ein paar ganz nette Verzerrungseffekte, hier bei einem Glas zum Beispiel. Da sieht man auch wieder, das ist nicht volle Auflösung, aber es sieht ganz cool aus. Dann laufe ich jetzt nochmal weiter. Hier nochmal sehr viele Partikeleffekte und hier auch nochmal die coole volumetrische Beleuchtung. Die ist auch tatsächlich komplett berechnet, also das ist kein Screen-Space-Reflect-Effekt, der verschwindet also nicht, wenn ich die Quelle aus dem Bild nehme. Hier sind nochmal beleuchtete und verschattete Partikel, sieht wirklich sehr hübsch aus. Und hier sieht man auch wirklich nochmal ganz gut, Texturqualität ist im Großen und Ganzen wirklich ziemlich hoch. Parallax-Maps drauf für die Tiefe und jetzt haben wir einen schwarzen Bildschirm. Jetzt ist gerade irgendwie das Bild ausgefallen. Interessant. Aber gut, das wollten wir jetzt zumindest schon mal zeigen. Vielleicht können wir da gleich noch ein bisschen mehr zeigen. Gucken wir mal. Wie ist denn so dein Eindruck bisher von dem? Also ich meine, umfassendes Fazit hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber ja so einen ersten Eindruck vielleicht schon mal. Während hier ist uns das Spiel abgestürzt. Das ist tatsächlich abgestürzt anscheinend, ja. Das passiert wohl auch. Vor allen Dingen mal in der Beta ganz gerne. Ich finde das Spiel, wie gesagt, optisch ziemlich ansprechend. Und ich mag auch den
diesen Bungie-Stil, man sieht ihn irgendwie schon ein bisschen durch, sieht halt immer noch ein bisschen aus wie Halo, das kommt wahrscheinlich auch von der Engine, das, die basiert auf der Halo Reach. Vom Gameplay her bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ich habe es ein paar Mal durchgespielt, die zwei Story-Missionen, die man spielen kann, und es spielt sich schon relativ flott und es ist auch echt, macht auch echt Fun, weil es ja auch so optisch so cool dargestellt wird. Ich finde es fast ein bisschen einfach, muss ich sagen. Vielleicht liegt es an der Maus- und Tastatursteuerung, aber mit hohen Frameraten. Es gibt ja bei den Gegnern immer so Schwachstellen, die sind relativ groß. Das Spiel ist einigermaßen behäbig auch. Das ist jetzt nicht der schnellste Shooter. Und es ist eigentlich ziemlich easy, da mit der Maus die Gegner relativ schnell zu entsorgen. Den Unterschied merkt man definitiv. Also man hat natürlich, wir haben ja jetzt auch nur die erste Story-Mission hier gespielt, auf dem Reveal-Event war auch ein Strike spielbar, sowohl PC als auch Konsole, da habe ich auch beides gespielt. Man hat den Unterschied tatsächlich schon gemerkt. Also gerade das erste Destiny ist ja vom Grund-Gameplay her auch eher so ein bisschen behäbig, also es ist jetzt fast ein bisschen böse, behäbig zu sagen, aber ja, es ist halt eher ein bisschen langsamer in der Gangart, damit es halt auch mit Gamepad funktioniert. Und wenn du dann das gleiche Gegner-Balancing hast, dass die gleichen Schadenswerte abkönnen und du dann aber natürlich mit Maus und Tastatur deutlich schneller bist, merkst du schon, dass es einfacher ist. Ja, so den Eindruck hatte ich jetzt jedenfalls beim ersten Anspiel. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es mit Schwierigkeitsgraden ist, ich nehme an, man kann den auch noch erhöhen. Sollte man für die PC-Version dann vielleicht machen. Aber ansonsten, ich finde es cool, ich freue mich schon drauf, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir müssen hier mal den Rechner neu starten, da will ich irgendwie. Das schadet sicherlich nicht. Probieren wir es einfach mal. Ja, aber es sah mir immer, ich wäre jetzt auch eher Laie, aber nach einer relativ patenten PC-Umsetzung. Die sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Ja. Also vielleicht noch so ein, zwei kleine Kanten und Ecken. Wie gesagt, ich hatte einen seltsamen Bug mit der Maussteuerung. Dass wenn ich bei unserem Benchmark an unserer Benchmarkstelle, die habe ich euch gerade übrigens gezeigt, das ist quasi, wo wir messen. Wenn ich da durchlaufe im vollen Sprint die gesamte Strecke, dann wird mir kurz vor dem Ende einmal kurz die Maus gesperrt. Warum auch immer. Dann kann ich für 10 Millisekunden oder so, kann ich keine Eingabe machen. Also dann laufe ich quasi geradeaus in der Wand. Ist ein bisschen seltsam. Vielleicht ist es ein Trigger für eine Cutscene oder sowas, der dann noch. Ja, das hatten wir eben vermutet, weil da noch ausgelöst wird oder so. So eine Ingame-Cutscene in Echtzeit abläuft. Wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Technisch wirkt es tatsächlich sehr potent und es läuft. Nach unseren Erfahrungen läuft es sowohl auf AMD als auch Nvidia-Karten ziemlich gut. Ja, hatte ich dir vorhin schon erzählt, ich habe es ja gestern auf meinem. Kannst du dich mal brauchen? Hat es ja gestern auf meinem privaten Rechner ausprobiert, von dem ich mir eigentlich nicht so besonders viel erwartet habe. Weil das jetzt eher so eine alte Kiste ist, ein i5 2500 und eine GeForce 770. Also es ist jetzt noch nicht antik, aber High-End sieht halt auch anders aus. Und da lief es mit den automatischen Einstellungen, die das Spiel gemacht hat, die habe ich dann nicht weiter angefasst. Da ist natürlich viel Niedrig und Medium nur dabei gewesen, sah aber immer noch echt, echt gut aus, fand ich jetzt so. Und lief, das kommt auch noch dazu, lief ja. Auf 1080 absolut flüssig. Also ich habe da keinen, auch selbst die Feuergefechte, die es ja da in der Kampagnenmission gibt teilweise, da ist ja eine Szene, wo relativ viel passiert. Auf jeden Fall, also das ist ganz schön heftig. Hat sich nicht wirklich bemerkbar gemacht. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also die schwächeren Karten, die stehen bei uns noch an, aber so nach dem, was ich so gehört habe, reicht tatsächlich sogar schon eine 1 GB Grafikkarte aus. Also was weiß ich, vielleicht eine GTX 460 oder sowas, die ist nochmal eine Ecke älter und deutlich schwächer. Tatsächlich könnte die auch schon ausreichen. Also müssen wir natürlich ausprobieren und es werden wahrscheinlich keine 60 FPS sein. Vielleicht muss man bei der Auflösung ein bisschen runtergehen und upscalen oder sowas. Aber spielbar könnte es schon sein. Also scheint sehr gut zu skalieren. Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Macht den Eindruck, als würde es schon relativ gut skalieren, glaube ich. Ja. Also insofern, da scheint schon durchaus Arbeit in die PC-Version geflossen zu sein, dem Eindruck zufolge. Ich habe es tatsächlich auch schon in 4K ausprobiert mit einer 1080 Ti. Das sieht schon super aus. Es reicht tatsächlich nicht ganz, um 60 FPS zu halten. Also muss man da ein bisschen mit den Einstellungen runter. Oder man wartet halt, bis der SLI-Support kommt. Der eventuell sogar schon drin ist, was wir noch nicht ausprobiert haben. Aber man packt dann halt eine zweite Grafikkarte dazu, wenn man die Kohlen dann dafür hat. Was ja nicht so ganz billig ist. Nicht ganz. Ja, aber also hey, wenn man wirklich volle Details und über 60 FPS haben will, dann kann man das natürlich machen, schätze ich. Ja, die kompletten Benchmark-Eindrücke gibt es dann bei euch auf pcgamehardware.de, wenn es fertig ist. Wir können vielleicht noch einmal kurz für alle, die sich die Beta vielleicht auch gar nicht runterladen wollen oder noch nicht können,
Vielleicht nochmal kurz ins Optionsmenü. Ja, genau, gucken wir da mal rein. Das ist nämlich eigentlich auch ganz, ganz schön gemacht. Also ist eigentlich alles drin, was man sich so wünschen würde. Weil da ja dann auch so die Frage war, so ein reines Konsolenspiel von einem Entwickler, der schon ewig sowieso nichts mehr auf dem PC gemacht hat. Was wird das wohl für eine PC-Portierung? Ah, PC-Spieler mögen ja Einstellungsmenüs so gerne. Offensichtlich haben sie das ganz gut abgeguckt. Also die Steuerung ist schon mal, das interessiert ja auch viele Leute, man kann die Tastenbelegung tatsächlich frei belegen. Man kann auch wirklich relativ viel einstellen. Also, und da sieht man es auch schon, Controller, also wer es absolut möchte, ich wüsste nicht warum, aber man kann auch die PC-Version auch anstandslos mit einem Gamepad spielen, wenn man möchte. Ja, es gibt auch hier Empfindlichkeitsmodifikatoren, also ist relativ viel dabei, was man schon einstellen kann. Gehen wir mal in die Video-Optionen, das ist also die Grafik-Settings. Da gibt es erstmal verschiedene Darstellungsmodi, da ist eigentlich alles dabei, was man will. Auflösungen natürlich alle, die unterstützt werden, also 4K und auch weiter notfalls. Hier kann man noch eine FPS-Sperre anstellen per V-Sync. Das ist Double Buffer V-Sync, das heißt, wenn ich 60 auswähle und jetzt erzielt nicht genau 60 FPS, sondern knapp darunter, dann habt ihr für einen Sekundenbruchteil 30 FPS, was leider ziemlich auffällig ist. Wenn man 144 Hz Display hat, dann kann man auch 144 Hz auswählen oder man stellt es halt aus, dann hat man eine unbegrenzte Framerate bis 200 FPS, dann macht das Spiel einen Lock rein, was prinzipiell völlig ausreicht. Ist auch tatsächlich so grafiklimitiert, dass man das sehr gut hinkriegt mit einer schnell genugen Grafikkarte, also und einer schnell genügender CPU ist kein Problem, das 200 FPS Limit zu erreichen. Also es läuft wirklich sehr gut und ist nicht limitiert durch irgendwie schlechte Kernauslastung oder sowas. Sieht alles ziemlich gut aus. Wir gucken uns das auch nochmal genauer an und sagen dann mal, was genau man an der CPU benötigt. Aber ich würde mal sagen, also ein i5 sollte eigentlich reichen. Ziemlich sicher. Gehen wir nochmal zu den Grafikvoreinstellungen. Da gibt es erstmal die Presets. Dann kann eine Kantenglättung ausgewählt werden. Da haben wir auf dem PC FXAA, SMAA und MSAA. Es gibt leider keine temporale Kantenglättung, was ich ein bisschen ätzend finde, weil das FXAA, das glättet einigermaßen gut, aber es matscht dabei. Und das SMAA, das lässt ein paar Stellen krümelig, also da flackert es dann ziemlich auffällig. Dafür ist die Schärfe höher. Und dann hat man noch das Multisampling. Das funktioniert auch ganz gut, aber das ist exorbitant teuer. Also das lässt die Hardware-Anforderungen wirklich in die Höhe schnellen. Das ist also eigentlich auch nicht wirklich zu empfehlen. Deswegen SMAA eigentlich die bessere oder die beste Variante. Dann haben wir zwei verschiedene Umgebungsverdeckungen. Einmal HDRO, also High Definition Ambient Occlusion. Und dann haben wir noch eine 3D Ambient Occlusion, was immer das sein soll. Die ist einfach ein bisschen genauer und erfasst auch größere Flächen. Eventuell ist sie tatsächlich sogar voxelbasiert, ich weiß es nicht genau. Das könnte man bei dem 3D so verstehen jedenfalls. Ist ziemlich hübsch, kostet wahrscheinlich auch ein bisschen was. Also wenn man ein paar Frames sparen will, dann kann man hier auf HDAO gehen und sieht nicht deutlich schlechter aus. Anisotrope Filterung, das erklärt sich von selber, genau wie Texturqualität. Schattenqualität gibt es auch einige, da kann man auch ruhig mal auf Hoch oder Medium zurückgehen, wenn man ein bisschen Leistung braucht, weil das kostet auch immer ziemlich viel. Dann LOD-Einstellungen, damit kann man hauptsächlich die CPU ein bisschen entlasten, wenn man das mag. Also die ganzen Distanzen hier. Die Lichtschächte, das ist die volumetrischen Lichtfinger, die von oben durch die Decke dringen an der einen Stelle, die wir eben gesehen haben, oder halt durch irgendein Hindernis hindurchgehen. Die kosten normalerweise auch ein bisschen Leistung, also die kann man notfalls auch ein bisschen runterdrehen. Allerdings sieht man die dann ein bisschen aufpixeln, ist nicht so schön, also wenn man die Leistung hat, besser reinstecken. Und dann haben wir hier noch ein paar zusätzliche Post-Processing-Effekte, einmal Bewegungsunschärfe, kann man netterweise auch ausschalten. Ist vor allen Dingen gut, wenn man Screenshots machen will oder so, weil die versaut man sich mit einer Bewegung. Ja, gibt ja auch viele Spieler, die das sowieso nicht so richtig mögen. Das ist ja vor allem so eine Geschmackssache irgendwie, Bewegungsunschärfe. Ja, genau. Dann haben wir, wo wir schon bei Geschmackssache sind, hier unten noch die chromatische Aberration, also die Rot-Blau-Verschiebung am Bildschirmrand. Die mögen nicht allzu viele Leute eigentlich. Es soll so einen filmischen Look geben, aber normalerweise bringt es am ehesten eine Unschärfe rein.
Kann man ausschalten, genau wie Filmkörnung. Was halt auch noch ganz cool ist, HDR wird auch im PC unterstützt, wenn man dann ein Display dafür hat. Und man hat hier oben noch eine Auflösungsskalierung, das heißt, man kann das, wenn der Wert negativ ist, kleinster Wert ist 75, da kann man die Auflösung hochrechnen lassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so 82-83% nehme, wäre das ausgehend von Full HD ungefähr 900p auf den Konsolen. Es geht aber auch in die andere Richtung, also man kann das Bild auch tatsächlich super samplen lassen. Das geht tatsächlich bis 200, wenn mich nicht alles täuscht. Oben zeigt er dir auch gleich an, was. Dann sieht man auch, dass der Speicherbedarf hochgeht. Also könnte man das Spiel so tatsächlich auf einem 4K-Monitor in 8K spielen. Was allerdings nicht wirklich geht, weil die Leistung. Wenn man zu den zwei Leuten weltweit gehört, die Hardware dafür haben. Ja, da kommt man, da dürften sogar schon zwei 1080p knapp werden. Also da braucht man sehr viel Leistung für. Aber man kann zum Beispiel 120% nehmen oder sowas und bekommt dann durch ein deutlich glatteres Bild, dann flimmert es nicht mehr so stark und es sieht schon deutlich besser aus. Sichtfeld war oben noch, wie weit kann man das regulieren? Achso, ja, das genau. Interessiert ja auch immer. Da haben wir, schauen wir mal, 105, das ist auch relativ weit, falls denn das übersetzbar ist. 55, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Blickwinkel von den Call of Duty Spielen, so ungefähr, zumindest die Standardeinstellung von Battlefield übrigens auch. Standard ist anscheinend 85 und es geht dann bis 105. Okay. Eigentlich ganz gut. Umfangreiches Optionsmenü. Ist eigentlich alles drin, was man so haben will. Ja. Also finde ich gut. Also, guter Ersteindruck. Wie gesagt, genauere Benchmarks auf Basis der Beta macht er ja noch, wenn das Spiel dann komplett draußen ist und es mehr Sequenzen gibt, dann natürlich das volle Programm. Dann gibt es das volle Programm auf jeden Fall. Also da mal auf pcgameshardware.de vorbeisurfen und euch die Eindrücke abholen. Dann bedanke ich mich bei dir. Okay, ich gehe dann weiter benchen. Du bist entlassen. Ja genau, wir wollen ja die Ergebnisse wissen. Ich sehe mir endlich wieder ein vernünftiges Shirt an. Also. Ciao, ciao. Und wir kümmern uns mal um den Gameplay-Teil in dieser Beta. Möchtest du spielen oder soll ich spielen? Das ist mir völlig wurscht. Aber wir schalten mal das Musik wieder an. Dann. Hallo. Das ist diese Sonne von BAFT. Ihr kennt mich. Und wir zeigen das jetzt mal. Soll ich jetzt spielen? Wenn, ich kann auch spielen. Such's dir aus. Was ist denn das? Ist das ein Titan? Das ist ein Titan. Ein Titan. Was ja Sinn macht, weil wenn ich gespielt hätte, hätte ich natürlich einen Hunter genommen. Wenn du gespielt hättest, hättest du einen Warlock genommen. Also nehmen wir einfach mal die Klasse, die wir normalerweise nicht spielen würden, nehme ich den Titan. Grundsätzlich zur Beta, wie schon gesagt, seit dem 28. ist die in einer geschlossenen Phase, also nur für Leute zugänglich, die vorbestellt haben oder zum Beispiel durch Gewinnspiel einen Code bekommen haben. Ab dem 29. um 19 Uhr bis zum 31. ist die offen. Also das heißt, wenn man ein Battle.net-Konto hat, kann man da einfach reingucken. Ja. Die Inhalte sind nahezu identisch mit der Konsolen-Beta, das heißt, man hat eine Story-Mission, die sehen wir jetzt auch hier gerade, das ist die erste Story-Mission im Spiel. Heimkehr. Es gibt einen Strike für drei Spieler, also Strikes sind quasi die Dungeons oder Instanzen in Destiny, wenn man das jetzt mit Online-Rollenspielen vergleichen möchte. Und es gibt zwei PvP-Modi, die auf unterschiedlichen Maps spielbar sind. Da ist auch das Einzige, was neu ist an der PC-Beta, da ist, ich glaube, eine zusätzliche Karte drin. Vielleicht waren es auch zwei, weiß ich jetzt nicht genau. Mehr PvP halt, ne? Mehr PvP-Maps eben. Aber ansonsten, der Umfang hält sich in Grenzen, aber man bekommt, glaube ich, gerade wenn man Destiny noch nie gespielt hat, schon einen Eindruck davon, was das eigentlich für ein Spiel ist. Ich muss mal gerade in die Tastenbedingung gucken. Was möchtest du denn wissen? Das Klassen-Special. Das Super F? Nee, nicht das Super. Wo sind denn hier die... Na, bei Tastenbelegung. Bei Tastenbelegung möglicherweise. Schwerer Angriff, blockieren, springen, sprinten. Da, Granate, super. Klassenfähigkeit V. V. Gut. Ich kann mir das nämlich nicht merken. Daran erkennt man, dass ich dieses Spiel sehr lange auf einer Konsole gespielt habe. Ging ja beim ersten auch nicht anders. Richtig. Ja, erzähl doch mal, was ist Destiny eigentlich? Destiny ist ein Ego-Shooter. Ich nenne ihn einen Space-Shooter. Wir nennen ihn auch gerne Loot-Shooter. Das heißt, wir rennen hier in der Gegend rum, erschießen böse, böse, böse Gegner. Die sind meistens außerirdisch. Und dann bekommen wir Beute dafür. So, das ist das Grobkonzept, oder? Ja, du kannst doch noch mal kurz die Paper-Doll aufmachen.
die Paper Doll. Weil es geht tatsächlich, also wer mit Destiny tatsächlich noch nichts am Hut hatte, es geht um Loot. Es ist gewissermaßen ein Diablo-Shooter. Also sowohl die Waffen als auch das Equipment findet man halt alles während des Spiels besser als auf. Da sind auch so die, naja, vielleicht nicht die typischen Attribute, aber es sind auch Attribute drauf, die die Charaktere entsprechend verbessern und so weiter. Drei Klassen gibt's. Das hier ist jetzt der Titan, die... Da kann man jetzt auf der Ausrüstung. Was hast du gemacht auf der Ausrüstung? Ich habe auf der Ausrüstung, das haben sich im Gegensatz zu Destiny 1 geändert. Da hattest du hier, also zumindest auch auf den legendären Items, also die sind alle lila, das heißt, sie sind legendär, sie sind ein bisschen besonders. Da gab es im ersten Teil hier eine ganze Reihe von Perks, wo man dann auch, bei denen man auswählen kann, ob man jetzt irgendwie besser zoomen möchte mit einer Waffe beispielsweise oder ob man ein bisschen schneller laufen kann oder solche Geschichten. Bei den Klamotten, die jetzt die vorgefertigten Charaktere hier haben, kann man nur einen Perk ändern. Entweder eine erhöhte Mobilität einstellen oder eine erhöhte Gesundheitsregeneration. Und ich bin jemand, der steht auf erhöhte Gesundheitsregeneration. Deswegen habe ich das hier gerade mal umgeschaltet. Das sieht man hier. Was neu ist beispielsweise, oder was heißt beispielsweise, in Destiny 2 sind diese Rüstungsmods hier unten. Das Infundieren gab es auch in Destiny 1 schon. Damit könnt ihr später Gegenstände aufwerten im Lichtlevel. Das heißt, da werden sie dann... ein Lichtlevel ist quasi ein zusätzliches Charakterlevel für euren Charakter, den ihr erreichen solltet für bestimmte Aktivitäten. Das heißt, man kann hier Gegenstände reinstecken, um den Lichtlevel zu erhöhen und damit dann mächtiger zu werden. Naja, wer mit Online-Spielen schon Erfahrung hat, der kennt das unter Namen wie Gearscore oder sowas ähnlichem. Ja. Also Ausrüstung hat halt Werte und im Endgame bei Destiny ist es so, wenn man die maximale Charakterstufe erreicht hat, dann kann man halt zum Beispiel ein paar Hosen, das man gefunden hat, aber nicht so cool findet, in das paar Hosen, das man schon hatte, reinstecken, wie auch immer das physikalisch funktioniert. In das paar Hosen infundieren, das man eigentlich tragen möchte und das wird dann halt dadurch aufgewertet und im Endgame wertvoller. Was es in Destiny 2 auch noch gibt, sind Mod-Fassungen, also Rüstungsslots in diesen Rüstungen, wo ihr Mods, Modifikationen reinsetzen könnt. Die sorgen dann tatsächlich für ein bisschen Anpassung bei eurem Charakter bzw. bei dem Spiel. Also wenn ihr jetzt irgendwie besonders auf schnelles Laufen gehen wollt oder so, dann könnt ihr das dann anpassen. Und hier gibt es noch Shader, das ist auch neu. In Destiny 1 hat man einen Shader angelegt und das wurde auf die gesamte Rüstung angewendet. Und in Destiny 2 legt man dann einen Shader an und der wird nur auf dieses Teil der Rüstung angelegt. Und das sind auch Items, die verbraucht werden. Aber ihr findet dann auch entsprechend in der Menge ein bisschen was. Ja, Shader sind unterschiedliche Farbkombinationen, Farbmuster, Schattierungen, die man finden kann und die dann eben auf die Ausrüstung gelegt werden. Da kommen wir wohl. Hier gibt es ansonsten noch ein Raumschiff, das erfüllt keinen großen Zweck, oder ein Sparrow, ein Transportmittel, mit dem könnt ihr euch schnell über Planetenoberflächen bewegen. Dann gibt es hier noch so hübsche Anzeigedinger wie Embleme und Auren, die ich bislang noch nicht herausgefunden habe, was genau das sein soll. Naja, das klingt halt nach irgendwelchen schönen Grafikeffekten. Wenn du den ersten Raid schaffst, darfst du den bestimmten heiligen Schein um deinen Charakter legen oder so. So, aber es geht ja eigentlich um Schießen. Es geht ums Schießen. Und wie ihr vielleicht, wenn ihr so die Nachrichten zu Destiny verfolgt habt, wird auch das mit den Waffen ein bisschen angepasst. Es gibt, wir gehen nochmal kurz rein. Es gibt einmal diesen Kinetikwaffen-Slot, es gibt den Energiewaffen-Slot und das sind Waffen, die können der gleichen Klasse sein. Beispielsweise kann ich hier ein Automatikgewehr anlegen und mal gucken, hier ist auch ein Automatikgewehr. Der Unterschied ist einfach nur, kinetischer Schaden ist kein besonderer. Also im Spiel gibt es Gegner, die haben so Schilde um sich herum, lila oder rot oder blau. Und wenn ihr eine rote Waffe habt und da ist ein Gegner mit einem roten Schild um sich herum, dann macht ihr den Schild schneller weg. Das ist quasi der Unterschied zwischen Kinetik und Elementarwaffen. Und dann gibt es hier noch die schweren Waffen. Das sind dann die mit richtig Bums haben. Granatenwerfer, zum Beispiel Schrotflinten, Scharfschützengewehre. Die kommen alle in den unteren Slot dann rein. So, genug ins Menü geguckt. Ja, genug ins Menü geguckt. Lass uns noch ein bisschen schießen. Wie spielt es sich denn auf dem PC? Weil das erste Destiny, das hatten wir auch mit Phil eben schon so ein bisschen besprochen, das erste Destiny war ja auch sehr, also das Gameplay war erkennbar auf Gamepads ausgelegt. Ja. Also das ganze Spieltempo war ein bisschen ruhiger, als man das jetzt vielleicht von PC-Shootern gewöhnt war. Alles so ein bisschen gemächlicher, bedächtiger. Da haben sich ja dann alle viele für Destiny 2 gefragt, wie zum Henker soll sich das denn auf Maus und Tastatur übertragen lassen, so auf Gamepads, wie das ausgelegt ist. Wie gut ist es denn? Ich finde die Umsetzung für den PC, die Steuerung, eigentlich ganz anständig. Bin natürlich aber gewohnt, tatsächlich
ja, ein Gamepad zu benutzen. Deswegen ist das ein bisschen ungewohnt für mich, weil ich auch nicht sehr viele Shooter am PC spiele. Ich finde es aber, also es passt. Also man kann sich ja einstellen, wie man möchte, also die Tastaturbelegung, wie man sie gerne haben möchte. Also ich habe zumindest gehört, man kann sich da sehr viel einstellen. Ich würde tatsächlich auch ein paar Anpassungen vornehmen, weil hier liegt jetzt beispielsweise die Granate auf Q und die Superfähigkeit liegt auf F und das ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Aber man kommt eigentlich meiner Meinung nach schnell rein, wenn man tatsächlich PC-Shooter gewohnt ist. Und man kann sich ja im Notfall immer noch selber umlegen. Ja, die Standardbelegung hat so ein paar, den Nahkampfangriff auf C, den fand ich ein bisschen schräg, aber ja. Das lässt sich ja einstellen. Grundsätzlich finde ich nach wie vor, wir waren ja auch beide auf dem Ankündigungsevent vor einigen Monaten, wo das Spiel überhaupt zum ersten Mal spielbar war. Da gab es ja auch die PC-Version und die PS4 Pro-Fassung. Da haben wir ja schon beide gespielt und da war ich ja schon extrem überrascht. Also die ersten, wenn man jetzt so wie ist wie wir beide, wir haben ja hunderte von Stunden in das erste Destiny gesteckt, ja. Das man ja auch nur mit Konsolen und Gamepads spielen konnte. Da gewöhnt man sich natürlich irgendwann auch so eine gewisse Art von Muscle Memory für dieses Spiel an. Ja. Wenn man dann zum ersten Mal Maus und Tastatur sitzt, ist das alles irgendwie so ein bisschen, was passiert hier jetzt gerade? Genau. Aber wenn man da mal drüber hinweggekommen ist und sich so ein bisschen einfühlt, finde ich, funktioniert Destiny 2 als PC-Shooter extrem gut. Ich finde es nach wie vor so ein bisschen komisch, auch nachdem wir jetzt die Beta vor kurzem, als sie für Konsole lief, gespielt haben und jetzt nochmal die PC-Beta. Es fühlt sich schon so ein bisschen an, als wäre es ein Tick anderes Spiel, weil das Spielgefühl ist schon deutlich schneller auf PC und ja. Zackiger, weil man natürlich deutlich schneller und gezielter reagieren kann. Aber irgendwie funktioniert es. Also ich finde nicht, dass sich das deswegen beißt und nicht mehr wie Destiny anfühlt. Es fühlt sich tatsächlich wie ein kleines bisschen anderes Destiny an, aber funktioniert, geht gut von der Hand. Was ich immer noch, oder was ich interessant finde, ist, wer jetzt Destiny 1 beispielsweise kennt, der weiß, es gibt so eine Delay beim Sprinten am Controller. Man drückt den linken Stick runter, um sprinten zu können. Und wenn man dann aufhört zu sprinten und danach wieder sofort auf den linken Stick drückt, dann sorgt das dafür, dass man nicht sofort wieder weiter sprintet. Das gibt es hier in der PC-Beta beispielsweise nicht. Ich habe das jetzt tatsächlich auch nicht ausprobiert an der Konsole. Aber scheinbar gibt es hier zumindest die Delay nicht, was ich total hervorragend finde, weil die hat in Destiny 1 schon so manches Mal so ein bisschen das Gefühl eingegeben, man kommt nicht vom Fleck. Ja, wobei das ja eher eine Spielbalancing-Entscheidung ist. Also ich vermute, das ist Destiny 2 dann auch in der Konsolenfassung nicht. Aber ich weiß es gerade nicht. Und das hier sind natürlich auch die Szenen, wo das Spiel dann auf dem PC nochmal glänzt, weil das sieht schon, geil aus, nochmal deutlich imposanter aus als auf Konsole. Also nicht, dass Destiny 2 auf Konsole jetzt ein schlechtes oder hässliches Spiel wäre, aber auf dem PC ist es nochmal. Im direkten Vergleich und auch nochmal, um so auf das Spielgefühl einzugehen. Ich bin jetzt normalerweise keiner, der so furchtbar auf Frameraten irgendwie rumreitet, aber man merkt den Unterschied halt schon. Ja. Also bei diesem Ankündigungsevent zum Beispiel hatte ich tatsächlich einen Termin, wo ich relativ direkt von PC zu Konsole gewechselt bin. Es fühlte sich dann schon so ein bisschen komisch an. Auf einmal alles irgendwie wieder so ein bisschen langsam und träger. Ja. Und, zumindest auch, Phil hat ja eben schon gesagt, auf der technischen Seite sieht die PC-Version nach dem, was man bisher beurteilen kann, was natürlich noch kein abschließendes Fazit ist, sehr, sehr rund aus. Und das ist auch das, was ich von dem, was man bisher gesehen hat, von der Gameplay-Seite her sagen würde. Also das fühlt sich jetzt nicht an wie ein Shooter, der eigentlich für Konsole ist und zudem halt irgendwer, gut, machen wir halt auch eine PC-Version. Es fühlt sich schon an wie ein Shooter, der auch für PC gedacht ist durchaus, wenn man die PC-Version spielt. Ich glaube, das hatten wir auch in dem Interview mit dem David Shaw, als wir auf dem Anspiel-Event waren, dass der ist mit damit verantwortlich, dass die PC-Version überhaupt stattfindet. Und ich glaube, er hat auch dann auch sehr betont, dass es nicht ein einfacher Port ist, sondern dass die PC-Version von Destiny 2 tatsächlich schon drauf ausgelegt ist, auch auf dem PC zu laufen entsprechend. Ja, die Entwickler sagen ja auch, sie haben relativ viel Feintuning auch an kleinen Sachen gemacht, also wie die Rückstoßeffekte von Waffen angezeigt werden, damit sich das mit Tastatur und Maus gut Gänsefüßchen anfühlt, im Vergleich zu dem, wie es sich mit dem Gamepad anfühlen würde. Also da ist schon relativ viel Feintuning reingeflossen, angeblich. Und wenn man die PC-Version spielt, bin ich auch durchaus gewillt, Ihnen das zu glauben. Also es wirkt definitiv nicht wie ein Port, der jetzt irgendwie innerhalb von einer Woche mal irgendwo hingeschustert wird. Nee, also da haben sie sich schon echt mit Mühe gemacht. Und ich muss ja leider auch sagen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber
die PC-Version spielen. Allerdings habe ich da dann natürlich das Problem, was wahrscheinlich die meisten Destiny-Spieler haben, der Clan und die Gruppe, mit der ich am Ende raiden gehen will, die ist halt auf der Konsole. Das ist immer nett, dass du mit uns raiden gehen möchtest. Aber ja, also dem Eindruck bisher nach würde ich schon sagen, die PC-Version ist tendenziell, wenn man denn die Chance hat, auf allen Plattformen zu spielen und sich die Gänsefüßchen Beste aussuchen will, scheint es für mich bisher so, als wäre die PC-Version von Destiny 2 die stärkste. Und das passiert, wenn man nicht springen kann. Es ist so mit Titanen, würde ich sagen. Da, Zavala ist tot. Nee, das ist nicht Zavala. Das ist Vespula. Zavala kann aber auch sterben an der Stelle, habe ich gestern festgestellt. So, Helmgar. Ja, also am PC macht Spaß. Wie gesagt, für mich ist es tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Genug Übung kommt man da aber auch rein, weil Destiny ist ja jetzt auch kein kompliziertes Ding, würde ich sagen. Und wenn ihr die Wahl habt, ob ihr das auf PC oder auf Konsole spielt, ich würde tatsächlich überlegen, das auf dem PC zu spielen. Weil wie du auch schon sagtest, selbst mit einem älteren Rechner oder mit einem etwas schwachen Rechner oder sowas, ist es trotzdem immer noch sehr gut spielbar. Oh, hallo. Ja, was bei der PC-Version natürlich immer noch bleibt, muss man auch dazu sagen, Bungie hatte bei Destiny 1 ja schon auf Konsolen diverse Probleme mit Cheats und, naja, Cheats im klassischen Sinne jetzt nicht so sehr, mit Exploits. Mit Cheats? Ich laufe in die falsche Richtung. Da gab es ja relativ viele schmutzige Tricks, die sich Spieler zunutze machen konnten und es auch gemacht haben. Es hat die ersten 1-2 Monate gedauert, bis das meiste davon dann rausgepatcht war. Da bietet die PC-Version natürlich nochmal deutlich mehr Angriffspunkte auf. Also das ist, glaube ich, noch das größte Fragezeichen bei der PC-Version, nachdem man jetzt in Sachen Technik und so relativ guter Dinge sein kann, ob sie den Cheat-Schutz vernünftig hinbekommen auf dem PC. Das werden wir abwarten müssen. Ne? Aber das kann man natürlich auch erst sagen, wenn dann tatsächlich Release-Zeit ist. Für die PC-Version lassen sie sich ja immerhin noch ein bisschen mehr Zeit. Die kommt ja erst am 24. Oktober. Richtig. Konsolenspieler, die Hardcore-Fans, die haben ja schon den Urlaub gebucht, denn nächste Woche ist es schon soweit. Ja. Am 5., also in Europa, ich glaube um 11 Uhr am 5., ansonsten halt am 6. September geht's ab. Und dann können wir 11 Uhr abends, wohlgemerkt, bevor jetzt jemand Mist, ich muss noch einen Tag länger Urlaub nehmen. Nein, 11 Uhr abends. Also offizieller Release ist am 6., so wie es aussieht oder wie zumindest auch die Vorbestellungsbestätigung im PSN und so vermuten lassen, gehen die Server aber wohl am 5. schon live. Wobei ich glaube, eine offizielle Ansage von Bungie dazu gab's da war noch einer. Noch nicht. Ja. Ja, konzentrier dich aufs Spiel. Ja. Kannst du mal eine andere Waffe nehmen? Können wir mal eine Waffe zeigen? Hast du schon. Ich habe gerade eine Shotgun angenommen. PC-Steuerung, Gameplay reden, Menüsteuerung geht auch sehr in Ordnung. Also überrascht jetzt glaube ich auch nicht wirklich, weil Destiny hatte ja auch der erste Teil mit Gamepads schon so eine quasi Maussteuerung eingebaut in den Menüs. Das funktioniert entsprechend auch mit Maus und Tastatur relativ gut im Zweiten. Ja. So würde ich das auch sagen. Wo habe ich denn? Doch, das war die richtige. Nein, die da. Weil das ist die mit dem. Aufstellen. Ja, ich habe vergessen, welche Taste das war. V. Danke, wir stellen jetzt einfach nur mal. Die das große. Nur aus Prinzip stellen wir jetzt die Barriere auf. Ja. Kurz vor der Katze. Kurz vor der Katze. Ja, ich glaube, wir haben auch schon fast alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ja. Insofern machen wir bei der Cutscene jetzt vielleicht das Ende. Dann zeigen wir das Ende der Mission noch nicht, denn wer die Beta noch spielen will, wie gesagt, die ist ja dann bald offen. Oder je nachdem, wann dieses Video erscheint, vielleicht auch schon offen, wenn ihr das jetzt guckt. Kann jeder einfach reinschauen, mal gucken, wie es auf seinem PC läuft. Mal gucken, ob ihm Destiny zusagt, wenn man zu den Leuten gehört, die den ersten Teil nicht spielen konnten, weil man halt keine Konsole zu Hause stehen hat. Einfach mal reingucken. Eine Story-Mission, die auch noch ein ganzes Stück weitergeht, nachdem was wir jetzt gespielt haben. PvP kann man ausprobieren und wie gesagt einen quasi Dungeon für drei Spieler, für den es auch Matchmaking gibt. Also man muss dann nicht mit einer fixen Dreiergruppe rein, man kann auch einfach als Solospieler queuen und wird dann in eine Gruppe geworfen. Ja, und das ist die PC-Beta zu Destiny 2. Wir sind sehr gespannt, was dann die PC-Version tatsächlich auch kann. Wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen warten. Und nächste Woche muss ich erstmal ein bisschen auf der Konsole spielen. In diesem Sinne, euch viel Spaß bei Destiny 2.